Okay. Ja, nice, komm. Na, wir machen nice, wir machen nice. Also die Chancen sind an sich ja eigentlich immer Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich bin der Dumbabla und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier bei meinem 500 plus Euro Case Opening auf Lucky Cases. Ich habe von Lucky Cases ein wenig Unterstützung bekommen, um einfach mal in die Vollen zu gehen sozusagen. Bevor wir anfangen, sei aber noch provisorisch gesagt, Glücksspiel kann süchtig machen und ist erst ab 18 Jahren. Merkt's euch, ihr bankert. Jetzt legen wir los, ne? Wir haben ultra viele Kisten, wir können ganz viel Sachen aufmachen, wir haben ja genug Cash am Start, um uns wirklich richtig schön zu tummeln hier. Und ich denke, wir fangen einfach mal direkt mit dieser Black April Kiste an. Guck mal, die ist runtergesetzt. Also wenn das nicht ein Zeichen ist, das Teil direkt zu öffnen, dann weiß ich auch nicht. So, schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Man sieht hier die Sachen, die eben im Case enthalten sind. Oh, guck mal, eine Case Hardnet. Sehr lecker. Komm, wir machen einfach mal drei gleichzeitig auf. Lass gut sein, oder? Haltet euch fest. Mhm. Oh, sieht sehr schick aus. Oh. Guck mal da. Komm, die hauen wir einfach mal weg. Und die hauen wir auch weg. Aber die Farmer Spitfire, die ist schon edel. Man kann ja sogar direkt mit Facebook sharen. Guck mal, einer schau. Ich will die Black April Kiste nochmal so im Einzelnen sehen. Was da einfach so auf einem einzigen Zahlenstrahl. Will die Spitfire? Wenn ich jetzt auf Try Again drücke, kommt das dann sofort wieder? Ah ja. Okay. Ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Wie ich hier ganz normal. Okay. Was ist in so einer kleinen drin? In so einer 89 Cent Kiste? In der Radiation? Okay. Die Nuclear Threat, ist es die, die so sau viel wert ist? Komm, wir machen einfach mal auf. Ich will jetzt sehen, was da losgeht hier. Ah, schade. Da hätte man direkt... Ach, guck mal, Leute. Glaubt ihr, es geht noch eins besser oder ist es die beste? Es würde mich doch interessieren, was in dieser Osterkiste drin ist. Ist da einiges Österliches drin? Guck mal, da sind einige Knives. Aha, okay. So ein Knife ist natürlich lecker, ne? So ein Marble Fade. Wobei dieser Lightning Strike ja auch Hammer aussieht. Wo sind die her? Die kenne ich noch gar nicht. 10,73 Euro. Ah, da ist auch die Dezimator drin. Cool, okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall öffnen. Komm schon. Ich habe ja so ein Glücksstück in der Hand. Auch nicht schlecht. Das ist so eine Serum, okay. Leute, schon wieder. Ja gut, natürlich behalten wir die, aber ich will nochmal drehen. So eine Dezimator oder so ein Gutknife Marble Fake. Das wäre schon was, ne? Okay, komm. Irgendein Knife. Okay. Sunset Storm, wo kommen denn die ganzen Skins her? Warum kenne ich denn die noch nicht? Na komm, die hauen wir mal raus und weiter geht's. Übrigens ist der erste Link direkt hier unter dem Video der Link zu Lucky Cases von Lucky Case selbst. Und der zweite Link ist mein Partner-Link. Falls ihr euch hier anmelden wollt und darüber geht, erhalte ich ein paar Prozente, nehme ich an. Ich habe mir noch nicht durchgelesen, was da genau passiert hier. Ich sag hier aber auch nochmal, Glücksspiel, Kinder, macht süchtig. Und es ist erst ab 18. Und die Spring sieht geil aus. Oh, eine Wasteland Princess. Habe ich gerade letztens geschenkt bekommen. Hammerteil. Komm, machen wir das Teil mal auf. Schauen wir mal. Es wäre echt interessant, oder, Ist die so viel wert, die Point Desiree? Die habe ich schon immer und ewig in meinem Inventar, ich glaube sogar zweimal. Und die hat so eine Wertigkeit? What? Ich habe die im Kopf so im 10-Euro-Segment abgespeichert. Was ist denn da los? Also so ein bisschen rieche ich hier Knife. Guck mal, wie viele Knives da drin sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Knives sind da drin. Okay, also da muss auf jeden Fall jetzt ein Knife drin sein. Ich bin mir ganz sicher. Haltet euch fest. Haltet euch irgendwo fest. Ich darf nicht so arg am Tisch rumwackeln, sonst wackelt die Kamera so arg. Schie. Cool bleiben, Kamera, cool bleiben. Ich rieche ja meinen Finger. Ah! aha. Doch, deutlich günstiger als gedacht. Dann war das eben ein Ding, oder was? Eine Factory New? Kann ich mir die nochmal genau angucken? Oder sehen, was für ein Ding die hat? Die Springkiste merken wir uns mal. Ich glaube, da kann man noch ein Knife rausziehen aus dem Ding. Guck mal, was wir hier unten noch alles haben. Hier ist auch nochmal alles voll mit... Das ist ja... Sind das alles... Nee, das ist was anderes, ne? Das, hier kannst du einfach aus den Collections die Dinger ziehen. Okay. Hier kannst du ganze Collections ziehen. Hier kannst du eben Cases an sich ziehen. Ich nehme an, das ist dann genauso wie auch... Ja, genau wie es eben auch bei CSGO wäre. Also im Spiel selbst. Dann hast du hier Premium-Kisten. Dann natürlich die neuen Knives. Ganz klar, richtig krasser Jumbumble. Und dann sind wir auch wieder hier oben bei den Rare Weapons angekommen. Komm, wir machen jetzt mal die hier auf. Die Stain. Okay, die Sachen sind alle Stain. Na komm, dann können wir uns mal hier in so eine Öffnung, wie wahr? Ah! Was haben wir denn hier? Eine Glock 18 Steel Disruption. Was haben wir jetzt gerade für diese Kiste hingelegt? Komm, die hau ich weg, die ist nicht schick. Wer will schon so eine Steel... Ach, guck mal, ja, 8,94 Euro Verlust gemacht. Ja, da muss doch jetzt aber mal ein Knife kommen dann, Heide, dein Kartoffelbrei. Na? Ach Gott, eine Stainless. Also so schick ist die natürlich nicht. Einmal will ich noch wissen. Einmal, komm. Ja, Knife, komm. Wir machen Knife. Oh! Das war schon knapp, Leute. 25 Cent hat sich gelohnt. Fürs Erste genug gestained. Also diese Bankkiste, die springt mir förmlich ins Gesicht. Da muss ich jetzt doch mal reingucken. Wow. Die Blaze, Hammer. Die Knives auch nicht schlecht. Wobei diese Slaughter... Ist das arg viel wert? Wahrscheinlich, ne? Aber es würde mir jetzt gar nicht gefallen. Das sieht nicht schick aus. Das ist ein cooles Knife. Oh, wow, wow. Oder hier die Shadow Daggers Fade. Oder auch dieses Flip-Knife-Doppler. Langsam kenne ich mich heraus mit den Knives. Das ist ein Karambit Case Hard. Das habe ich gesehen, ohne zu lesen. Ich bin scheiße gut bei sowas. Na komm, machen wir mal auf. Sollen wir vielleicht sogar die doppelte Öffnung starten? Da muss da was richtig Schickes drin sein. 3, 2, 1, here we go. Mhm. Oh,
Shit! Ultra knapp! Wobei eine Royal Paladin natürlich auch hammermäßig ist, ne? Darf man überhaupt gar nichts dagegen sagen. Du kannst dagegen nichts sagen. Komm schon. Ah! Ah, die Wasteland Rebel, die, ihr wisst ja, die gefällt mir nicht so gut. Die gibt's ja als AK und als Pistole oder sogar noch als Pump, ich weiß es nicht genau. Und ich glaube, die Glock hat mir damals am wenigsten gefallen. Die AK gefällt mir etwas besser. Aber naja, ist jetzt auch nicht der Burner. Aber einmal geht noch, einmal geht noch. Komm, da holen wir einiges. Die haben wir letztens im Farmers Top 10 Video gehabt. Da habe ich ja noch gesagt, die ist extra für solche Rallye-Fanatiker die optimale Waffe. Aber für uns nicht. Die ist nicht schick. Einmal noch die Bankkiste. Ich will jetzt ein Knife sehen. Ich mache die Augen zu. Achtung, ich habe die Augen zugemacht. Ich hoffe, es ist ein Knife. Scheiße. Es ist wieder die Wasteland Rebel, alles klar. Erstmal raus aus der Kiste hier. Genug gebankt. Und das hört er von einem Mann. Das ist schon wirklich selten. Schau mal, was mich hier so anlacht. So ein Cheap Case haben sie auch am Start. Für unter 60 Cent kann man sich hier... Guck mal, eine Warm God, okay. Handgun. Na, Naga, die ist natürlich kacke. Komm, dann machen wir jetzt 4 auf einmal auf. Das will ich jetzt... da will ich jetzt was sehen. Was ist hier der optimale Skin für uns? Was würde ich als Win ansehen? Ich würde auf jeden Fall die Pulse als Win ansehen, die Cardiac, die Red Astor und... Die Warm God, nee, die Warm God, oder? Ist es die Warm God? Eher die Re-Entry. So, los geht's. Eine Red Astor ist schon mal am Start. Doppelt. Unglaublich. Wir sind jetzt gerade auf 1,91 € gekommen. Jetzt hau ich noch mal alles raus, denn ich bin mir sicher, wir kommen jetzt im nächsten Teil über diese 2,16. Achtung. Euch, ihr kleinen Rädchen, und jetzt aber ab dafür, ne? Ah, fast, oder? Was hab ich da mit 2 Euro? Irgendwas mit 2 Euro, ne? Die Pulse ist natürlich hammermäßig sick. Weg. Ach shit, was war das eben für eine Ding? Hyaloom oder wie die hieß, die sah gar nicht mal so übel aus. Was haben wir in der Spectrum Case? Ja, naja, die sind jetzt nicht so ultra nice. Capillary ist ziemlich cool, die Xian Glio sieht geil aus, die kenne ich gar nicht. Doch, die kenne ich, doch, die habe ich auch in meinen Top 10 gehabt. Die Scaffold ist gut, die Blueprint, naja. Komm, wir machen mal 3 auf, alle guten Dinge sind 3. Wir schauen mal rein, was es so gibt in der Schose hier. Okay. Das war ja eher ein Griff ins Klo. Gut, die Seasons ist geil. Die Seasons ist eigentlich nicht schlecht. Und die Last Dive, die habe ich auch letztens in meinem Top 10 drin gehabt. Aber als großen Gewinn würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen. Nee, da ist auch einfach nicht viel, da ist nichts Schönes drin. Da guckt mich dieser Alarmknopf doch viel stärker an. Steel Disruption, okay. Oh, die Primal Saber. Alles klar. Dreimal reinkloppen. Los geht's. Come on, dude. Come on. Ja. Ja. Oh, schade. Schade. Also... Galila Eco für 2,42 €, die muss in einer guten Condition sein, ne? Die muss in einer ziemlich guten Condition sein. Aber jetzt auch nicht so meine Traumwaffe, ne? So ist es nicht. Komm, da hauen wir nochmal 3 rein. Also so eine Bloodsport und diese Primal, das sind so meine Ziele in dieser Case. Was? Dude, what? Die Aristokraten, die Triumvirat sind nicht schlecht. Die Foulplay... Die ist schon schlecht. Komm, vielleicht geht's mit 4 doch besser. Irgendeine von diesen, die ich vorhin genannt habe. Dass ich wenigstens mit einem kleinen Mensch-Hey-Gefühl aus der Sache rausgehen kann. Na. Mensch-Hey, scheiße. Oh, die Djinn ist nicht schlecht. Aber auch nicht auf meiner Agenda gewesen. Da müssen wir vielleicht später nochmal reingucken. Also diese Primal... oh, die Fire Elemental ist da auch. Guck mal, die sind gar nicht richtig sortiert. Ich dachte, die wären echt hier... das sehe ich jetzt erst, dass die gar nicht korrekt sortiert sind. Gut, dann noch einmal. Noch einmal 3. Alle guten Dinge sind doch eher 3. Achtung, Obacht. Na. War's noch nicht so ganz. Das war's einfach noch nicht so ganz. Die ist einfach zu unspektakulär, die Kiste. Da verschlägt es mich doch fast zur Mystery Case. Och Gott, ist die mysteriös. 1, 2, 3, 4 Knives drin. Eher geringe Chancen, 1 zu ziehen. Also die Chancen sind an sich ja eigentlich immer Oh, scheiße. Aber hey, so eine Roll Cage? Also jetzt für den, hier, Preis? Hello, my baby. Hello, my honey. Na. Oh, guck mal, die Fate-Sachen sind aber auch geil, ne? Okay, also das sieht doch eigentlich nach einer Kiste aus, bei der man auf jeden Fall... Natürlich soll das so aussehen, als wenn es einfach wäre, da einen großen Gewinn zu ziehen. Ich prophezeie jetzt, nachdem ich getrunken habe, dass hier ein Knife rauskommt. Mindestens 1. Puh, ab nochmal tief durch. Ich mach die Finger so drauf und dann mache ich gleich so kleine Spalte. Und dann... Oh mein Gott, das hört sich gut an! Fuck. Nee. Eher nicht. Ist eher nicht so meins. Also, wir könnten es noch einmal versuchen. Aber mit 4. Mal ranklotze, wisch. Nicht nur meckere, auch mal ranklotze an die Geschichte. Here we go. Ach ja, gucken wir mal, was passiert, ne? Oh, wie nah waren wir gerade bitte schon an dem Knife dran? Unter dem? Alle guten Dinge sind 2, wie jeder weiß. Jetzt will ich es aber nochmal ganz knapp, nicht knapp, sehen. Ich werde angerufen, wenn ich am Knife vorbeigehe.
gerade konnte. So, weiter geht's. Also das war wirklich so knapp, dass ich doch noch einmal, ich will noch einmal, nee, nee. Irgendwann ist gut. Jetzt würde mich doch mal interessieren, was in dieser Golden-Geschichte drin ist. Okay, goldene Sachen. Los geht's. Easy Knife, Easy Going, Easy Experience, meine Freunde. Danke fürs Zusehen. Wir werden kommentieren nicht vergessen. Oh, fuck. Okay. Easy Knife, Leute. Danke schön. Oh, 37 Euro. Kinders. Jetzt gehen wir noch in die Ultra-Case rein. Komm. Warum ist die jetzt so Ultra? Gut, Case-Hardness ist ziemlich krass. Da ist ein Asimov drin. Eine Dragonlore. Eine Medusa. Machen wir mal eine auf, komm. Wird uns schon nicht schaden hier. Ja, was soll's. Okay, okay, da lieber bist. Also, die genannten Waffen, da kann schon ruhig einen dabei sein. Weißt du, so eine Dragonlore oder so kann man doch mal machen. Na, Asimov, okay. 63 Euro. Okay, gut, jetzt müssen wir mal noch in die VIP reingucken. Jetzt will ich wissen, was da... Oh, Handschuhe. Oh, Leute. Was ist denn hier die schlechteste Waffe? Also, die Icarus Fell ist purple, aber ist die mehr oder weniger wert wie die Asimov? Das weiß ich nicht genau. Aber scheiße, die Dagger ist auch nicht so arg viel wert, ne? Wir schauen mal, wir schauen mal. Wir gucken mal. Also, natürlich wäre trotzdem ein Knife jetzt mal wünschenswert, ne? Ah! Extrem knapp, extrem knapp. Einmal geht noch. Komm. Übrigens, wundert euch nicht, ich habe ja so einen Penüpel in der Hand, der, wie gesagt, der bringt mir Glück. Penüpel, komm schon. Glück, Glück, Glück. Und? Ein Icarus Fell ist schon nice. Aber ein Knife? Nice. Übrigens hier mal wieder ein kleines Hallo an alle neuen Zuschauer, neue Abonnenten und so weiter und so fort. Es freut mich extrem, dass wir gerade wieder so hart am Wachsen sind. Es ist einfach herrlich. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Da mache ich auch jedes Mal ein Skin-Giveaway, also seid auf jeden Fall dabei. Und folgt mir natürlich überall auf Twitter, Instagram, Facebook. Vor allem Twitter und Facebook, weil ich die beiden Plattformen am ehesten benutze, wenn ich einen Random-Stream mache, wo es dann auch Giveaways gibt. Also um die Sachen bekannt zu machen. Los geht's. Okay. Okay. Celebrate! Jetzt habe ich es doch tatsächlich mal geschafft, ein Knife zu ziehen. Mein erstes gezogenes Knife, wohlgemerkt. Gut, jetzt gucken wir uns nochmal die zwei fetten Dinger hier an. Einmal diese Melee-Kiste hier, die öffnen wir jetzt. Gut, da ist auf jeden Fall ein Knife dabei. Und dann einmal diese Expert-Kiste. Achso, und übrigens kommt alle in die Steam-Gruppe, ganz klar. Die Steam-Gruppe ist hier unten verlinkt. Da geht's rund! Los geht's. Mal gucken, was wir rausbekommen. Juhu. Ich bin versucht, das nochmal zu versuchen. Vielleicht kommt ja auch was anderes, was Schickeres. Oh! Leute, a gut knife lore. Hallo? Verschissel my whistle. Das ist nice, oder? Guckt euch das Ding mal an. Holla die Waldfee. Das sieht total schluckelig aus. Okay, und jetzt kommt die krasse. Die krasse... Hoppala. Überkiste. Die Elite. Oh, die Rust-Codes sehen geil aus. Oh, wow, oh, oh. Okay. Mal gucken, was es wird. Wisst ihr was? Mir gefallen eigentlich alle Sachen gut. Die Rust-Codes sehen geil aus. Die Handschuhe, der Hammer, natürlich. Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe. Los geht's. Was warte ich noch so lang? Stell dir mal vor, dich sticht jemand mit dem Teil. Total verrostet. In die Rippen. Ah! Das tut weh, ne? Ja, ja. Das tut weh. Wow, die haben wir jetzt alle gezogen. Oh mein Gott. Wie viele haben wir gemacht? Holla, die Waldfee. Wir haben hier noch eine Classified-Kiste. Die machen wir mal auf. Na gut, Verlust kann man da ja nicht machen. Logisch. Na? 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 Moment mal. Wow, ist die viel wert. Weißt du, unter allen kommt jetzt die Cardiac. Oder die Atomic Läufe. Juhu, eine Foulplay. Was für ein faules Spiel. Da ist auch eine Redline dabei. Einmal noch, komm. Einmal. Einmal. Aus der Kiste gehen wir jetzt mit einem Win raus. Ah! Oder auch nicht. Ich wollte natürlich sagen, jetzt gehen wir aus der Kiste mit einem Win raus. Na? Oh, eine Battle-Cyber! Win. Auf jeden Fall ein Win. Es gibt sogar eine 27-Cent-Kiste. What? Okay. Oh, ist da viel Schotter drin. Ich sage jetzt voraus, dass wir dreimal diese Kiste einzeln öffnen und jedes Mal mit einem Win rausgehen. Achtung. Easy Win, easy going, meine Freunde. Ah. Ja, okay, dann halt nicht. Scheiße. Aber wenn ich drei aufmache, merkst du was? 81 Cent? Der Win wird easy über 81 Cent liegen. Oder auch nicht. Oh, eine Restricted Weapon Case. Eine Icarus Fell ist da drin. Eine Wormgod. So, da ist schon einiges Hübsches drin. Oh, die Fuel Rod. Okay, alles klar. Ich weiß schon, was ich will. Los geht's. Fuel Rod. Fuel Rod. Was ist das für ein Ding? Pyroloom. Warum? Ja gut, okay, der Gewinn ist am Start, aber was ist das für ein Ding? Jetzt mal ganz im Ernst, wird die jemandem gefallen? Die sah nicht gut aus. Die sah einfach nicht gut aus. Da geht was. Da geht was. Eine Malachit.
Wie dumm. Avidarm. Aber vielleicht haben wir hier noch eine leckere Firefight. What? Ah gut, ich weiß nicht, ob das so eine neue ist. Ich habe jetzt gerade letztens wieder ein Top-10-Video gemacht mit den Galils. Ich dachte, die wäre aus der neuesten Kiste. Hoppala. Guck mal, ein AWP-Case. Machen wir auf. Komm, machen wir auf. Jetzt zum guten Schluss ziehen wir noch eine schicke AWP. Here we go. Oh mein Gott, die Medusa. Komm, einmal noch. Weißt du, ich bin völlig zufrieden, wenn die Medusa kommt. Electric Hive. Okay, okay. So ein Electric Hive ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. 2,94 €. 2,94 €. 2 € USPS. Kill confirmed. Ganz klar. Auf jeden Fall nichts Blaues. Aha. Nur eine Guardian, naja. Kill confirmed, habe ich gesagt. Oh! Weißt du, Guardian streckt einfach den Mittelfinger hoch. Ich bin schon wieder da. Kill confirmed. Immerhin keine Guardian. Müssen wir halt eine Deagle-Kiste aufmachen. Ich glaube, wir kommen da nicht drum rum. Cobalt Disruption, Komichi Dragon. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ne? Ne? Naga! Die hässlichste Deagle der Welt. Und wir haben sie gezogen. Was ein Glück. Aber vielleicht kriegen wir noch so eine schöne Spritzekiste. Komm. Komm. Royal. Nee, 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 nee. Auf, komm doch, du kannst was. Du kannst noch was. Und zum Ende hin. Eine Fire Elemental. Genau. So, jetzt noch ein so ein 60-Cent-Ding und dann ist Schluss. Natürlich noch die Wurmgott, ganz klar. Oder diese Cardiac. Nur mal nach hier, das will man mehr. Nein, komm, einmal noch. Einmal noch, jetzt. Allerletzte Öffnung. Na? Allerletztes Mal. Na, gar, ich fass es nicht. Wirklich ein letztes Mal jetzt noch. Okay, Schluss aus, fertig. Irgendwann ist ja auch mal gut. Genas, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich irgendwie wissen. Lucky Cases, vielen Dank an euch, dass ihr mir Geld zugesendet habt, um dieses Case-Opening machen zu können. Ihr seid total krass drauf. Vielen Dank an jeden, der dieses Video geschaut hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr Livestream.